Campus Krems, das sind 12.000 Studierende, über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fast 34.000 Absolventinnen und Absolventen. Es ist jedes Jahr erfreulich, dass wir es schaffen, als wir drei Hochschulen aus einer Stätte, wo es eigentlich ums Lernen und Forschen geht, hier für die Region, für uns einen Rahmen zu schaffen für einen vergnüglichen Ballabend. Es macht immer wieder Spaß, das gemeinsam mit unseren Kollegen und Freunden von der Donau-Universität und von der Fachhochschule zu organisieren. Wir sind dann immer glücklich, wenn wir da sein können. Es ist eine wunderbare Ballnacht, die natürlich auch davon lebt, dass hier die Wissenschaft in den Mittelpunkt gestellt wird. Herrscht eine großartige Stimmung, dass der ganze Campus geöffnet wird für den Ball, macht ihn besonders reizvoll. I've been here for 4 years. It gives me a chance to meet a lot of the faculty that are involved in the three universities. It's a beautiful evening, a beautiful venue, something that we don't do in the United States. So it's a unique experience for me. Es ist kein Ball, an dem man nur tanzen kann, sondern auch man kann networken, man kann sich hier treffen. Und es ist ein herrliches Sommerfest und Gott sei Dank auch heute wieder hat das Wetter mitgespielt. Einfach eine gute Gelegenheit, ganz viele spannende und interessante Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, aus der Kunst und Kultur, aus der Wirtschaft, aus der Politik zu treffen. Es ist einfach ein großes Vergnügen, im Sommer hier in Krems einen wunderbaren, lauen Ballabend zu verbringen.